Ah ja, das sind Angehörige der Spasti-Rasse, von denen wir bereits einen dabei haben. Gut. Reden wir mal mit den Kerlen. Sie kennen uns, wir waren mal ihre Feinde, sagt er. Aber er scheint mir leicht verwirrt. Ich habe das letzte Mal schon gesagt, ich spare mir das Vorlesen und vor allem das Übersetzen von dem ganzen Zeug. Erstens kann ich das nicht live übersetzen, während ich vorlese, und viele von euch können vermutlich besser Englisch als ich. Außerdem bin ich im Vorlesen auch nicht gut, wenn es Deutsch wäre. Wir sind auf einer friedlichen Mission durch den Kosmos, ja. So groß sind meine Kanonen nicht. Soll ich versuchen, ihn ein bisschen einzuschüchtern? Ich weiß, es ist eine ziemlich feige Rasse. Wo zeige ich überhaupt hin? Das sind ziemliche Feiglinge. Einschüchtern, ehrlich sein, hinterfragen. Nun? Hinterfragen. Okay. Na gut. Weiterfragen. Ja, dann solltet ihr euch doch am besten mit uns verbinden. Geil. Oh, come on! Ja, wenn ihr solche Feiglinge seid, warum kämpft ihr dann für die Urkuran, Urkuan oder wie die heißen? Scheißegal. So.
Ah, das ist doof. Hau rein, guten Appetit. Ja, was tut man da? Beleidig ihn mal. Er ist hässlich. Tja. Ich will nicht unbedingt Krieg mit ihm anfangen. Da, Sternkarte. Wir haben noch 18 Einheiten Treibstoff. Wir brauchen... Ich hätte nicht so weit fliegen sollen. Sirius, wo ist die Erde? Da, Sol. 15,2 braucht es. Ich würde sagen, wir gucken noch schnell nach Sirius und dann fliegen wir schnell heim zum Auftanken. Ja. Hui! Eiszeit, warm genug für Kaktus-Eis. Ja, immer. Ja, Sirius. Gibt es gerade mal einen mickrigen kleinen Planeten? Für Kaktus-Eis ist es doch immer warm genug, oder? Ja, oh, doch, gibt's ein bisschen was. Oh. Zur Erde brauchen wir 1,2 Einheiten Treibstoff. Das heißt, wir können maximal zweimal runter auf den Planeten. Ich hoffe, das reicht. Hm.
dann musst du im Winter das Eis halt schmelzen, erwärmen und als Tee trinken. Oder als Kuchen verarbeiten. Oh, ich sehe gerade. Wetterklasse 3, Erdbebenklasse 6. Das ist ziemlich tödlich. Ich kann euch das mal kurz zeigen. Nope. Nope, nope, nope. Einmal können wir noch landen, vielleicht passiert ja nichts. Nope! Ah, fuck! Ich meine natürlich, oh, was für ein Unglück. Wir wollten sowieso zur Erde, oder? By the way, es war nicht so ein optimaler Run, aber ich werde trotzdem speichern. Wir werden das eh, es wird eh eine zweite Staffel geben müssen, wenn wir dann tot sind. Erde ist beste, ja. Erde ist vor allem unter einem riesengroßen Schutzschild eingesperrt als Sklavenplanet. Wir können nur die von Menschen besetzte Station um die Erde erreichen, denn wenn wir... Ich kann gerade mal versuchen, auf die Erde zuzufliegen. Moment. So. Und kann weder scannen noch landen. Na gut, landen könnten wir sowieso nicht, weil... Der Techniker hat die beiden Lander geschrottet. Der verdammte Techniker. Yo, Erdling. Ja, bitte? Was war das genau? Ah, okay. Dann gucken wir uns das nachher mal an im Riegelsternsystem. Techniker auf die stille Treppe, ja, der Techniker ist zum Glück auch tot. Das bringt uns zum Thema. Yo, Erdling! Ihr wisst doch noch den Techniker, den ihr uns mitgegeben habt. ja, wir brauchen neue Leute. Und neue Schiffe. 2. Aber erstmal abladen. Ah.
Ah, ich war richtig mit meinen Vermutungen. Korrosiv, Basermaterial, Nobel. Exzellent. Was willst du denn, also was sollten wir als nächstes so tun? Sag doch mal. Ja, das wissen wir doch schon. Nein, ich glaube, das, was wir beim letzten Mal alles über antike galaktische Geschichte gelernt haben, hat uns gereicht. Es sei denn, ihr wollt das unbedingt lesen. Dann schicke ich euch eine Textfile. Was? Nein! Da! Ah! Mindestens 50 Einheiten Treibstoff. Und ein Dynamo, stimmt. Das merke ich mir. We'll be right back.
very young orangutans could grow bananas perhaps rather well. Und die Anfangsbuchstaben dieses dieser Eselsbrücke stehen dann für die Farben der Planeten. Und das ist aufsteigend. So, komm. Aufsteigend, das heißt Purple, Red und White sind die Mineral wertvollsten, reichsten. Blau ebenfalls noch und V, J, Yellow, Orange, der Orange sind die schlechtesten. Hakuna schreibt bloß nicht, was? Aha, antike Geschichte, ja, nein. Ja. Zuerst das Dynamo, hat er gesagt, das brauchen wir unbedingt. Ich würde auch gerne kurz in die Anleitung gucken. Dynamo. Ah, okay, okay, okay. Das füllt schlicht und einfach die Energie wieder auf des Schiffs im Kampf. 2000. Liegt nicht drin, liegt drin. Der scheiß Techniker hätte die beiden Lander nicht platt machen sollen. Na, erstmal auftanken. Ah, wir hätten noch einiges an Crew dabei gehabt in den beiden Dingsschiffen da, die beiden Kampfschiffe. Na gut. Eine Einheit Sprit ist ungefähr siebenmal so teuer wie ein Crewmitglied. Naja. Wie ist das echt sein? Kanonenfutter an Bord. So, jetzt nehmen wir einen Lander mit. Denn ich will wirklich keinen mehr verlieren. Wir gehen jetzt einfach kein Risiko mehr ein und speichern vielleicht einmal mehr. Denn der Lander verlieren, das ist wirklich ein Grund zum Neuladen. Ja, das Dynamo fällt flach. Was würde er denn jetzt tun? Jetzt haben wir eigentlich das Schiff so ausgebaut, wie er möchte. Hm.
Haben wir doch gemacht. Ja, mehr Landebahnen. Na gut, wir haben jetzt ja den einen Verbündeten, den kleinen Spasti da. Die heißen wirklich so. Können wir jetzt dem sein Schiff bauen? Nein, können wir nicht. Riegel, hä? Kennt sich irgendjemand mit galaktischen Sternkarten aus? Weiß jemand, wo Riegel liegt? Alpha Wolf, Beta Wolf, Canopus. Riegel, oh! Was für ein Glück. Kann man da irgendwie zoomen oder. Okay, mit 0 kommt man rein, Ziffernblock und raus. Alles klar. Alles klar. Das ist eine ziemlich große Map für so ein altes Spiel. Was ist denn das da hinten? Alpha, Vulpe, irgendwas. Alpha-Wulpe, Gamma-Wulpe, Delta-Wulpe, Epsilon-Wulpe, nee. Da oben da, ich hab doch da, Spasti-System. Ja, siehst du da, Spasti, so heißen die, ist keine Beleidigung. Los. Alter, was gibt es hier Schönes auf Riegel?
sagt es mir sofort, oder ich schiebe euch denselben vor. Hahaha. Auf Riedel 3 gibt es nichts. Oh, Riegel 2, was ist denn da los? So, was ist hier los, ihr Penner? Komm mal her. Ja, genau du. Ja, was seid ihr für welche? Oh. Muss ich mir das merken, die Koordinaten, oder? Die sehen lustig aus, ja? Die sind auch, ich finde sie auch amüsant. Die Allianz der feinen Sterne meint ihr? Ihr meint Daydreams Imperium, ja? Ja, was seid ihr überhaupt für welche? Alles klar, okay.
Ja, und was genau ist euer Problem? Ah, ja. Ah, okay. Ich muss noch kurz was gucken, mir ist gerade die Deko ausgegangen. Nevermind. Was? Habe ich verpasst?